Morgen, liebe Geschwister, ich freue mich sehr, dass ihr alle da seid. Halleluja. Lasst uns mit Gebet starten. Himmlischer Vater, wir kommen im Namen, mächtigem Namen Jesu Christi vor deinem Thron her. Und wir danken dir, dass du unser Vater bist, dass wir nicht alleine sind, sondern dass du uns reich gesegnet hast mit deinem Sohn. Herr, dass der Heilige Geist in unsere Herzen ausgegossen ist, dass wir nicht alleine sind, dass wir nicht als Weise zurückgelassen wurden, Herr, sondern dass wir deine Anleitung haben, dass wir dich haben in uns. Was für ein Privileg, wie reich wir doch sind, Herr, auch wenn es mit sichtbaren Augen nicht zu sehen ist, Herr, aber wir sind so privilegiert und ich danke dir dafür. Ich bete, dass du uns hilfst, unsere Herzen zu öffnen, mein Gott, das, was du für uns hast, dass wir unsere Augen richten dahin, was dein Wort sagt, wo was geschrieben ist für uns, damit wir wachsen, damit wir ja uns leiten lassen von dir, damit wir nicht einsam in unserem Haus sitzen, sondern dass wir wissen, wir gehören zu dir, wir gehören zusammen, wir gehen unseren Weg, Herr, mit dir zusammen, Herr. Schenk du uns diese Gesinnung, Herr, dass wir ein Leib sind, mein Gott. Und ich bete, Herr, für unsere Gemeinde jetzt, Herr, dass jeder, der sein Herz darauf richtet, deinen Willen zu tun und zu vollbringen, Vater, dass du jeden Einzelnen segnest, hilfst, Herr, jeden, der noch im Zweifeln, in Einsamkeit sitzt, Herr, in Verzweiflung sogar manche, Vater, ich bete, dass du uns hilfst, mein Gott, zusammenzukommen, Herr, in dieser dunklen Jahreszeit, wo wir auch oft mit Gedanken zu kämpfen haben, Vater, aber ich bete, dass dein Heiliger Geist kommt und uns herausführt, Herr, aus der fast schon Gefangenschaft, Herr, in dieser Zeit, mein Gott. Und ich danke dir, Herr, danke, dass du anwesend bist, Herr, und dass du immer bei uns bist, Herr, in Jesu Namen. Amen. 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 Ich habe ein Wort aus dem 2. Petrus 1,19 heute früh ausgesucht. Lasst uns aufschlagen, 2. Petrus 1, Vers 19. Und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort, und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Also es geht um den, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Und in Offenbarung 22,16 lesen wir nochmal dazu, ganz am Ende der Bibel, 22, Vers 16. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und der Spross Davids. Ich bin der leuchtende Morgenstern, sagt der Herr Jesus. Und im dritten Bibelvers heißt es, Johannes 1, Vers 19, das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Das wahre Licht, der Stern, der Morgenstern, ist das, was der Herr in uns, dieser Werk, das, was der Herr in unserem Leben vollbringt. Er erleuchtet uns von innen. Und zwar die Erleuchtung nicht im Sinne der fernöstlichen Religion, sondern die biblische Erleuchtung ist, wenn der Herr Jesus in uns lebt und die Werke vollbringt, wenn wir in der Bibel lesen, wenn wir beten, wenn wir Gemeinschaft suchen, dann kommt er mit seinem Licht und auf die Dinge, die wir noch nicht sehen, die wir nicht verstehen. Wir brauchen ein Wort von ihm. Wir brauchen sein Verständnis. Wir brauchen das, was, wie er diese Dinge sieht, wo wir jetzt drinnen stehen. Sehr wichtig, weil wir oft einfach nur uns kreisen in unseren Problemen und wir es nicht wissen, dass die Wahrheit, die er sieht in dieser Situation, ist wichtig, damit wir mit seinen Augen das sehen. Das Licht entsteht, indem wir uns erfüllen lassen vom Heiligen Geist. Das Licht wird erst dann in uns und durch uns, und die Welt kann nur das sehen,
also Christus in uns nur dann sehen, wenn dieses Licht uns wirklich auch erleuchtet. Wenn wir das tun, täglich. Und zwar, die Bibel spricht von, ich habe vor 2 Monaten, glaube ich, nochmal, bin darauf eingegangen, werdet voll des Heiligen Geistes, sagt Paulus. Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und das ist unser tägliches, das ist ein Prozess, in dem wir täglich uns befinden sollen. Lasst euch erfüllen vom Heiligen Geist. Und auf diesem Weg fällt auch oft oder sehr vieles von uns ab. Ne? Alte Gewohnheiten, alte, sei es Sünden, in denen wir früher verstrickt waren. Das ist der Weg. Wir können uns selber nicht befreien, das wissen wir. Der Herr Jesus ist gekommen, er hat unsere Sünde auf sich genommen, er hat alles dafür getan, dass wir frei werden können. Und es gibt keine Notwendigkeit, sich anzustrengen in der Hinsicht, dass wir sagen, ich muss mich jetzt frei machen. Aber wir sind zwar frei, aber wir müssen das praktizieren, indem ich mich füllen lasse vom Heiligen Geist. In diesem Prozess fällt das Alte ab. Mein Verlangen, mein Wunsch nach alten Sachen fällt ab. Das ist ein automatischer Prozess. Und oft kämpfen wir noch selber. Oft tun wir und machen wir es selber und tun aber nicht das, was das Wort Gottes sagt. Werdet voll des Heiligen Geistes. In Epheser, das haben wir schon mal zusammen gelesen, ich möchte noch mal drauf eingehen. Epheser. Kapitel 5, ab Vers 16. Und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht unverständlich, sondern seid verständlich, was der Wille des Herrn ist. Und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Und hier ist es jetzt aufgezählt, wie? Redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Jetzt kann man sagen, das war früher, die haben sich versammelt und dann haben sie zueinander geredet mit Liedern. Aber heute könnte man das übersetzen oder anwenden oder tun. Rede nicht über deine Probleme zu deinem Nachbar. Es heißt, es geht nicht darum, dass man jetzt rumheuchelt, nur noch da über gute Dinge in Anführungsstrichen reden soll. Aber suche im Wort, suche in deinem Leben das, was der Herr schon getan hat, was er vollbracht hat. Und erzähle es weiter. Lobe den Herrn mit deinen Lippen und er wird deinen Mund füllen mit noch mehr Lob, mit noch mehr Freude. Geistliche Lieder, ja, es gibt geistliche Lieder und mir ist aufgefallen, es gibt auch Lieder, die uns nichts geben. Das ist so mein Empfinden, vielleicht geht es euch manchmal auch. Ladet euch herunter, all diese, ne, wir haben heute wunderbare Technik. Lasst uns klug sein und uns nicht von den Unterhaltungsmedien voll machen lassen, sondern lasst uns all das, was Gott uns gegeben hat, dafür einsetzen, dass wir geistlich wachsam sind, dass wir die Dinge auf Dinge bedacht sind, die der Herr schon getan hat, die der Herr tun will. Lasst uns damit beschäftigen. Dann steht, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Nicht jeder von uns hat eine wunderschöne Stimme, aber der Herr liebt, unsere Stimme zu hören, dass wir sagen, Herr, du bist gut, du hast mich bis hierhin gebracht, so wie David sagt, lass uns Gebete in der Bibel suchen, wie die Menschen Gott gelobt haben, gepriesen haben, wie David gesagt hat, wer bin ich, Herr, du hast mich bis hierhin gebracht. Und du hast das und das mit mir vor. Ich bin so klein, ich bin der Kleinste aus meiner Sippe, aber du hast es mit mir getan. Lasst uns das übernehmen und lasst uns das reden. Und in dem Prozess werden wir von dem Heiligen Geist erfüllt. Dann sagt Paulus in Vers 20, sagt allezeit Gott, dem Vater, Dank für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Na, Dankbarkeit war auch, ich glaube, letztes Jahr das Thema bei uns, dankbar sein. Jetzt nicht künstlich irgendwas herauskramen, sondern wir haben so viel Grund, dankbar zu sein. Und Vers 21, das wird oft auch außen vor gelassen, ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Das gehört auch dazu. Unterordnung, sei es zwischen Ehemann und Ehefrau, sei es unter den Geschwistern, sei es der Leitung, sei es diese Haltung zu haben. Natürlich den Heiligen Geist immer fragen, wie man weise handeln soll. Aber diese Haltung zu haben, der Demut, über Mose heißt es, der Mose war der demütigste Mensch auf Erden. Das finde ich, er hat das ja selber geschrieben. Ich habe mal am Anfang, wo ich das gelesen habe, gelacht, wie kann man über sich selber sagen, der Mose war der demütigste Mensch. Aber er war wirklich
so demütig, wenn man liest, dass er immer sich dem Herrn, er hat das getan, was der Herr ihm gesagt hat. Und im Vers 22 steht tatsächlich, ist ein neuer Abschnitt, aber das hängt zusammen, ihr Frauen ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn. Und so weiter. Dann geht er auch auf die weiteren Verse ein. Aber das fiel mir jetzt spontan ein, dass dieses Erfülltwerden im Heiligen Geist, dass wir das suchen sollen, dass wir uns nicht auf konzentrieren sollen, ah, was muss ich jetzt tun und was ist jetzt dran in meinem Leben aus unserer Perspektive heraus, sondern suchen, Gott, was willst du? Und das können wir nur wissen, wir können nur Gottes Stimme hören, wenn wir voll werden des Heiligen Geistes. Wir suchen manchmal selber irgendwie Sachen um uns herum, weil wir sehen, da ist ein Problem, da habe ich noch meine Schwierigkeit, das kann ich noch nicht gut. Und aus diesem Mangel heraus leben wir oft. Aber es geht nicht darum, was ich sehe, sondern es geht darum, ich habe einen Herrn, der weiß, wo ich stehe und er weiß, was ich brauche. Oft weiß ich es gar nicht selber. Und das ist so wichtig, wir hören auch in unserer Gemeinde und wir lesen im Wort Gottes, dass es sehr, sehr, sehr hilft, Erfüllung mit dem Heiligen Geist, wenn man in neuen Sprachen redet. Ja, Zungengebet. Ich möchte uns alle ermutigen, wenn du die Gabe schon empfangen hast, das zu praktizieren, wirklich täglich. Ja, wenn man die Gabe noch nicht hat, dass wir den Herrn bitten, Herr, erfülle mich, gib mir diese Gabe, ich möchte es. Denn es hilft uns sehr, wir sind so oft abgelenkt, beladen, wir haben vieles, was uns versucht abzulenken, aber beten im Geist, das so nennt das Paulus, beten im Geist hilft uns sehr durchzubrechen, ja, zu überwinden. Und das sagt das Wort Überwinder. Ihr seid jetzt alle Überwinder, weil ihr heute früh mindestens um fünf, manche noch früher aufgestanden sind, um zu beten. Ihr seid nicht aufgestanden, weil es so angenehm ist, sondern ihr seid aufgestanden, um zu beten, um den Herrn zu suchen, um sich mit dem Wort zu beschäftigen, Gemeinschaft zu haben, im besten Fall. Und das ist schon eine Überwindung. Und das alles kostet uns Überwindung. Und ich habe mal einen Satz gelesen, Gott hat die Freundschaft mit uns viel gekostet. Gott hat, dem Vater hat die Freundschaft mit uns seinen Sohn gekostet. Wer Kinder hat, das kann man sich nicht vorstellen. Wie kann man sein Kind dafür hergeben? So kostbar war das. So kostbar ist es für Gott. Und manchmal sagen wir, oh Mann, mir fällt das schwer, in der Bibel zu lesen, mir fällt das schwer zu suchen, mir fällt das schwer, diesen Weg zu gehen. Aber lasst uns das bedenken, dass Gott weiß es, wie schwer das ist. Aber Gott weiß es, dass wenn wir das nicht tun, erstens verschwenden wir die Chancen, die Gott uns gibt, im Geist zu wandeln, einerseits. Und andererseits seine Stimme zu hören, die Gemeinschaft mit ihm zu haben. Ein anderer Gedanke, also einmal erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, erfüllt in neuen Sprachen zu beten. Und ich weiß von vielen, die das auch praktizieren, wie mächtig das ist, wie viel das hilft. Das hilft unheimlich, einfach durchzubrechen, einfach drüber zu stehen, morgens aufzustehen, die Kraft zu haben. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes, wir schaffen das selber nicht. Und der andere Gedanke ist, jeder von uns soll im Leib Christi als lebendiger Stein mit aufgebaut werden. Wir sollen nicht mehr länger alleine wandeln, unseren Einzelgänger sein, sage ich jetzt mal so. Diese lebendigen Steine haben unterschiedliche Funktionen im Leib und daher soll jeder gemäß seiner Berufung, wo Gott uns berufen hat, darin wandeln, darin wachsen, in unseren Gaben wachsen. Wir lesen in der Bibel den Glauben Abrahams, ja, die Weisheit Moses, über die Macht von Elias habe ich mir alles aufgeschrieben, über die Erkenntnis Daniels, über das Feuer Johannes des Täufers, über den Mut von Petrus, über die Entschiedenheit von Paulus und über die Vision von Johannes. Jeder von denen hatte einen unterschiedlichen Schwerpunkt, ne, wo Gott ihn berufen hat.
Ja, wir sagen manchmal Charakter von Petrus und Charakter von Johannes, das sind so zwei unterschiedliche Charakter. Der eine war voll mutig, als Jesus auferstanden ist. Die sind beide losgelaufen. Wenn ihr euch erinnert, jetzt, ich weiß nicht mehr, wo das steht, genau in welchem Evangelium, die sind beide zum Grab gelaufen, wo die gehört haben, der Herr ist auferstanden. Und es heißt, Johannes lief zuerst, er war zuerst da am Grab, aber er hat sich nicht getraut, reinzugehen. Und danach läuft der Petrus ihm hinterher und rennt rein. Und das ist Petrus, ja. Wir haben Petrusse um uns, also unter uns, Petrusse, die mutig sind, die rennen rein. Oder als Jesus am See war und sie gesehen haben, also die Jünger waren im Boot und Johannes hat den Herrn erkannt. Aber wer ist da ins Wasser gesprungen? Das war der Petrus. Johannes hat gesagt, das ist der Herr. Er kennt das, aber bleibt stehen. Aber der Petrus, als er hört, das ist der Herr, er springt ins Wasser und schwimmt zu ihm. Das ist der Charakter von Petrus. Petrus, das war seine Berufung. Er war, ich sag mal, der Macher. Ne? Und Johannes, der hat viel erkannt. Das war ein Stiller, der lag an der Brust Jesu. Diese Charaktere gibt es auch unter uns. Und wir sind lebendige Steine, die Gott uns unterschiedlich gemacht hat. Jeder von uns hat ein Gemüt. In der Kindererziehung heißt es immer, sei nicht entmutigt über den Charakter deines Kindes und erwarte jetzt nicht zum Beispiel einen Draufgänger, wenn du ein zartes Kind hast oder umgekehrt, wenn du einen Draufgänger hast und denkst dir, oh, also was ist das für eine Art? Aber Gott schafft jedes Kind gemäß seiner Berufung. Das ist mir aufgegangen bei meiner Tochter, weil ich gemerkt habe, nein, da braucht man nicht herumbasteln und versuchen, das Kind hinzubiegen, sondern das Kind ist so, weil es eine Berufung hat und wir bestärken, sei es unsere Kinder, sei es geistliche Kinder, sei es uns auch, wenn wir irgendwo merken, ich bin aber nicht so und so, du musst nicht so und so sein, Gott hat dich so geschaffen, damit du das ausführst, wozu du geschaffen bist. Amen. Das ist alles. Lasst uns dafür beten, um anzufangen zu praktizieren, wenn wir es praktizieren, dass wir nicht müde werden, im Geist zu beten, im Geist voll des Geistes zu werden. Und lasst uns in unserer Berufung wandeln, in diesen zwei Sachen. Halleluja. Vater, ich danke dir, dass du für uns noch viel mehr hast, als was wir sehen, als was wir hören, als was wir begreifen manchmal, Herr, aber du hast uns für heute, Herr, so viel mehr und wir strecken uns aus, wir beten, fülle du unsere Hände, mein Gott, fülle du uns, Herr, erfülle du uns mit deinem Heiligen Geist, hilf uns, Herr, zu suchen und forschen in deinem Wort, zu suchen, das, was du uns schon bereits offenbart hast, Herr, darin zu wandeln, auch zu tun, was du sagst, Vater. Vater, ich bete, dass du uns befähigst, in dem Kleinen, was uns schon offenbart ist, in dieser Demo zu gehen und das zu tun, was du uns schon gezeigt hast, was dran ist in unserem Leben. Herr, Vater, erfülle du uns. Herr, wir brauchen deine Macht, wir brauchen deine Kraft, wir brauchen für jeden Tag diese Kraft, Herr, darin zu wandeln, Herr. Herr, auf diesem Weg zu gehen. Ich bete in Jesu Namen jetzt, Herr, für die Leiterschaft in unserer Gemeinde. Vater, für jeden, der uns vorsteht, für jeden, der sich auch überwindet, in jedem Dienst, der stattfindet, Vater, für jeden Einzelnen, der nicht vorsteht, aber treu steht auf seiner Position, treu steht und nicht aufgibt, sich nicht hinsetzt, nicht hinlegt, nicht weggeht, Vater, sondern treu seinen Dienst macht, Herr. Befähige du uns, Herr, aus dieser deine Kraft zu wandeln, Herr. Und ich bete, dass du uns zeigst, offenbarst, Herr, Herr, unsere Berufung, Vater, Herr, hilf uns, dieses Feuer anzufachen in uns, da, wo du uns hingestellt hast, da, wo du uns dieses Feuer gegeben hast, jedem Einzelnen in unserem Bereich, mein Gott, Herr, frei zu sein, das freizusetzen, was du uns gegeben hast, Vater. Herr, wie wir einmal gehört haben in der Gemeinde, Herr, wir haben so viel Speise, wir können so viel ausgeben, wie dieser kleine Junge mit zwei Fischen und fünf Broten. Herr, so wollen wir, Herr, es sehen, dass jedem Einzelnen hast du was gegeben, was wir ausgeben können, Herr. Lass uns nicht müde und matt werden, sondern wirken, Herr, in dieser dunklen Zeit, Vater, wo wir uns auch so sehen, wie du uns siehst, dass wir hingestellt sind, da wo wir sind, um auszugeben, Herr, um die Speise auszuteilen, mein Gott. Herr, setze du es frei.
frei in jedem Einzelnen von uns. Wir segnen jetzt jeden Dienst in der Gemeinde, Herr. Herr, sei es Evangelisation, Vater, sei es, Herr, Gebet, Vater, sei es Gottesdienst, der Herr, jeden, Herr, wir beten für unsere Pastoren, Herr, erquicke, erfrische du sie, Herr. Herr, bringe du hervor, wir beten fürs neue Jahr, mein Gott, Herr, dass wir im neuen Jahr mit neuer Kraft, Herr, vorangehen, Vater, jeder in seiner eigenen, ja, an seinem Ort, mein Gott, jeder in seiner Familie, mein Gott, Vater, ich segne auch Pathfinder, Vater, Herr, erfrische, erquicke du auch die Leitung, Vater, in Jesu Namen, Vater, für MBA, Vater, ich bitte für Kindergottesdienste, Herr, Vater, auch für diesen Weihnachtskonzert, wo die Kinder hervorführen, Herr, schenk du jedem, der leitet, jedem, der mitmacht, Vater, Kraft, Freude, Herr, erfrische, erquicke du uns, Vater, Herr, lehre du uns zu beten, Vater, nicht wie ein, ja, schlafender Christ, sondern, Vater, Herr, gib uns Kraft, Vater, in Jesu Namen, Herr. Ich bete, Vater, ich bete, dass wir nicht alleine und ja, nur in unserem Kämmerlein beten, sondern auch zusammenkommen, Herr, dass du uns wächst, Vater, dass wir zusammen zum Beten kommen, Herr, denn in dir haben wir Kraft, Vater, wenn du anwesend bist, in Jesu Namen, Herr, hilf du uns, Herr, uns zu überwinden, diese Blockaden zu brechen, in Jesu Namen, Herr, in Jesu Namen, ich bete, Herr, für alle Familienkreisleiter, Vater, wir beten, für all die Dienste, die ich nicht aufgezählt habe, Vater, für von Anfang an, Vater, ich bete für jeden Treff, Vater, Herr, sei es Familienkreise, Vater, Herr, überall, wo du wirkst, mein Gott, und überall, wo du wirken möchtest, Vater, was neu entstehen wird, Vater, wir beten das in Existenz, Herr, wir rufen das in Existenz, das, was von dir kommt, fürs neue Jahr, mein Gott, Halleluja, in Jesu Namen, Amen. Amen.